Hi, Lena von Decentralized Edition hier. Ich starte heute das Video wieder mal von meinem Laufband aus. Das ist einfach die beste Art, um zu arbeiten. Kriegt man noch extra Schritte rein und man kann sich super konzentrieren, wenn man sich bewegt bei der Arbeit. Und heute möchte ich euch mal wieder ein Video zeigen, was ich so die letzten Tage gegessen habe. Es ist einfach eine Art Essens-Mahlzeiten-Inspiration und ich zeige euch einfach, was ich die letzten 7 Tage so als Mittagessen gegessen habe. Es ist kein richtiges Ernährungstagebuch. Ich habe nicht jedes kleines bisschen, was ich gegessen habe, gefilmt. Nicht alles, was in meinen Mund gegangen ist, habe ich auf der Kamera festgehalten. Aber ihr bekommt einfach eine Inspiration, was man als Rohveganer so essen kann. Und ja, das soll es auch einfach dann schon für das Video gewesen sein. Und ich wollte noch erwähnen, dass es wichtig ist, dass ihr genug esst, weil die Rohkost einfach sehr kalorienarm ist. Und wenn ihr euch von Gemüse und Obst ernährt, müsst ihr wirklich große Mengen essen. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal ein extra Video. Aber heute soll es einfach nur um die Inspiration gehen und ich wollte euch einfach zeigen, was ich als Ernährungsberaterin und Tänzerin so alles hier in meinen Mund schaufel. Genau, und falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Und die kostenlosen Erstgespräche sind natürlich auch verfügbar. Und wenn ihr da einfach für eure Situation sehen wollt, was ihr noch verbessern könnt, verändern könnt, wenn ihr nicht ganz nicht sicher seid, wie ihr euer Ziel erreichen könnt, meldet euch auf jeden Fall bei mir, dann machen wir das zusammen. Und ja, das war's auch schon. Dann genießt mal die Essensinspiration und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich. Okay, ciao, macht's gut. So, ich starte mein Mittagessen heute mit Ananas und Himbeeren. Die Kombination ist echt gigantisch, kann ich wirklich empfehlen. Und ich hatte auch Riesenglück mit dieser Ananas, weil Ananas ist immer so eine Sache, hier in Deutschland zumindest. Manchmal schmeckt die einfach entweder nach nichts oder man bekommt so eine pelzige Zunge, weil sie noch nicht reif ist. Aber mit dieser Ananas hier hatte ich tatsächlich Glück. Die ist total süß und reif und saftig, riecht schon unglaublich lecker. Und dann habe ich natürlich wie immer meine obligatorischen Salat-Wraps und ich versuche auch immer mehr bittere Salat zu integrieren, wie zum Beispiel Radicchio oder Chicorée. Und dann habe ich meinen Salatteller heute. Ist es mit Feldsalat, Kopfsalat und Eisbergsalat. Dann habe ich Tomaten mit Algenflocken bestreut. Und heute habe ich mir die Mühe gemacht und ein paar Nori-Röllchen aufgerollt. Und die habe ich gefüllt mit Sauerkraut, Paprika und Schnittlauch. Ich muss gestehen, das Sauerkraut habe ich nicht selbst gemacht diesmal. Ich mache es oft selbst, aber wenn die Zeit halt knapp ist, dann einfach kaufe ich auch gerne mal ein rohes Sauerkraut. Und die Soße, die ihr hier seht, das Dressing, ist aus Paprika, Hanfsamen, getrockneten Tomaten und Zitronensaft und ein paar Gewürzen wie Knoblauchpulver, Muskat, Pfeffer und Paprika. Und das esse ich dann so mit den Salatwraps dazu. Und als Abschluss gönne ich mir immer noch was Süßes. Und das hier ist Homemade Granola oder Ranola. Und das sind eigentlich nur 2 Zutaten, Datteln und gekeimter Buchweizen. Beziehungsweise 3 Zutaten, Zimt ist noch mit drin. Ja, das war mein Essen heute. So, Tag 2 starte ich wieder mit der leckeren Ananas. Das war noch die 2. Hälfte von gestern. Und dann habe ich riesengroße Blaubeeren. Die sind wirklich gigantisch. Das kann man jetzt vielleicht im Video nicht so leicht erkennen, aber die waren echt wahnsinnig groß. Und dann habe ich wieder meine Salat-Wraps, in die ich immer gerne mein Essen einwickle. Egal, was ich esse, ich wickle es immer gerne in Salat, weil das macht das Ganze einfach viel spannender und ich liebe es einfach, meinen Salat eingewickelt zu essen. Das Sauerkraut ist auch noch das gleiche von gestern. Das ist Rohkostqualität und was ich auch immer mache mit diesem Sauerkraut, ich weiche das über Nacht ein und spüle das dann in einem Sieb ab, damit das Salz da rausgeht. Weil wenn ich mein eigenes Sauerkraut mache, mache ich das ohne Salz, aber das gekaufte gibt es leider nur mit Salz. Dann habe ich noch 2 Sushi-Rollen von gestern übrig, die habe ich nicht mehr geschafft. Und in meinem Salat heute gibt es wieder Feldsalat,
Eisbergsalat, Schnittlauch und Tomaten mit reingemischt und einfach angemacht mit Zitronensaft und zermatschter Avocado und noch ein Stückchen Avocado on top. Dann habe ich auch noch von der Soße von gestern übrig, wie gesagt, Paprika- und Hanfsamensoße. Und ich konnte nicht widerstehen. Normalerweise, ja, mache ich meine süßen Sachen, meine Energy Balls oder was ich auch immer gerne habe, selbst, aber die haben mich angelacht und ich hatte wenig Zeit, also ging es heute mal, ja, mit der gekauften Variante. Und die sind aber super clean, also die Zutaten sind einfach nur Datteln, Kakaopulver und Vanille. Und da kann man sich echt nicht beklagen, das ist ein super Snack. Schmeckt nicht so gut wie meine eigenen Homemade Energy Balls, aber ja, wie gesagt, man kann sich nicht beklagen, die sind okay, die sind total klein, deshalb könnte es passieren, dass ich die ganze Packung esse. Es sind ja wirklich nicht so viele da enthalten und ich liebe einfach solche gesunden Snacks. Genau, das war es dann auch für mein zweites Essen heute. Und alles sieht natürlich mal wieder total bunt aus und darauf achte ich auch, dass ich jeden Tag quasi den Regenbogen esse. Von jeder Farbe bekommt man andere Nährstoffe und das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht nur auf eintönige Nahrung beschränken. Am nächsten Tag hatte ich Lust auf was Süßes und habe eine Bananen-Minz-Ice-Cream gemacht. Davon könnt ihr nicht mehr viel sehen, weil ich sie überladen habe mit Toppings. Und dazu gab es noch natürlich Grünzeug, Sellerie und Salat. Am nächsten Tag startete ich mit Erdbeeren und Trauben und natürlich wieder meine Salatwraps. Diesmal ein Dressing aus Pastinake, Petersilie und Kürbiskernen. Und dann habe ich wieder Tomaten, rohen Fenchel, Chicorée, gemischtes Grünzeug mit Radicchio und Algenflocken. Und ich hatte noch ein Brötchen, das ist Rohkostqualität. Das ist ein Zwiebel-Karottenbrötchen, habe ich im Dörrofen zubereitet. Am nächsten Tag starte ich mit Erdbeeren und Blaubeeren und Himbeeren. Nochmal ein Dressing, sieht aus wie das gestrige, aber es ist diesmal mit Basilikum, Kürbiskernen und Fenchel. Und dann habe ich wieder großen Salat und noch zwei leckere Riegel von Raw Bite und Zucchini-Noodles. Am nächsten Tag gab es wieder viel Obst zum Start mit leckeren Feigen und Erdbeeren und eine komplette Schale mit, oh mein Gott, dieser Pudding ist so lecker, Bananen, Kakao, dekadenter Schokopudding. Das Rezept könnt ihr auch auf meinem Instagram-Kanal finden. Und es ist aber eigentlich total einfach zu machen. Es sind einfach nur Bananen und Kokoswasser und Kakao. Am nächsten Tag hatte ich einen großen Salat und eine leckere Mangoldrolle. Da habe ich einfach ein bisschen von dem Salat reingefüllt. Und ja, das war ganz lecker mit den Spirulina-Flocken on top. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie inspirieren. Wenn ihr noch mehr solche Rezepte haben wollt, folgt mir gerne auf Instagram oder schaut auf meiner Webseite vorbei. Da findet ihr viele, viele E-Books mit leckeren Rezepten und Ernährungsplänen, die euch definitiv dabei helfen, euer Traumgewicht und vor allem optimale Gesundheit zu erreichen. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.